Eva Nilsson. Chance auf den Ausgleich. Das könnte was werden jetzt. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Einwurf für die Gladbacher. Sie holen sich den Ballbesitz. Frühes Stören jetzt. Zweikampf jetzt. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ja, er kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht und das Zittern geht weiter. Jetzt der Eckball. Da ist der Ball erstmal raus. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Eck in den Strafraum. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Ja, das sieht gut aus. Oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeldrand. Klar, das war eine Riesenchance, aber nix ist es, kein Tor und er kann sich noch nicht entspannen. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Geht dazwischen. Freistoßentscheidung gegen Gladbach. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Der Versuch war harmlos. Jetzt ist die Kugel weg. Den Ball kann er abfangen. Sie schirmen den Ball ab. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Klasse Chance jetzt. Noch ist die Chance da. Ja, macht das da ganz sicher.
Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Da ist Platz. Ganz wichtig, da muss er hin. Gut gespielt. Ist das die Chance? Das ist die Chance. Das wäre die Chance gewesen, hier weiter davon zu ziehen. Aber wir haben es ja gesehen, das war zu nachlässig. Ja, und so haben wir hier weiter diese Spannung. Das sind so Szenen, die sich in einer Partie noch rächen können. Er holt sich vorne den Ball. Und damit ist der Ball weg. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Gehalten. Szene geht weiter. Der Ball ist weg. Ballbesitz ist weg. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Kollegen bieten sich an. Und er geht an ihm vorbei. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder, aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Gefährlich. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Super Parade. Also den hält nicht jeder. Kampf jetzt um den Ballbesitz. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Da wäre Platz für einen Konter. Ja, guter Pass. Machen sie gut, aber dann dieser Steilpass, ja, kommt ein bisschen spät und dann ist die Fahne oben. Dann kommt der Abseitspfiff, ist schon ärgerlich, da hätten sie mehr rausmachen können. Da ist der Ball jetzt weg. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt vielleicht. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Außen ist Platz. Die Chance jetzt. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt haben sie den Ball wieder. Die Chance jetzt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Da ist Platz für den Konter.
Sieht gefährlich aus. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Er hat den Ball. Er zieht ab. Der Pass, nichts zu halten hier. Fast gehalten, der war ganz eng. Kommt da noch dran, aber am Ende zu stramm das Ding. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Wenn er das so hingeht, hält er ihn natürlich nicht auf. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Aber dann... Oh, da ist er durch. Sie machen das Tor. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Das Spiel läuft alles andere als erwartet. Jetzt ist Pause. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Wir sehen es hier. Der macht eine richtig gute Partie. Starker Auftritt von ihm. Er versucht es aus allen Lagen. So, der erste Durchgang beginnt hier im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA. Und damit geht es nun weiter im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League. Spielabschnitt 2, los geht's. Das macht er gut. Und damit ist der Ball weg. Er versucht's. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Die kurze Variante. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Guter Vorstoß da jetzt. Fängt diesen Ball ab. Gefährlich. Oh, Latte, da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob er den gehalten hätte. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Tolle Aktion vom Torwart.
Ecke kommt rein. Ball ist erstmal wieder raus. Schön vorbeigekommen. Ganz energisch. Da haben sie jetzt den Ball. Das war eng, aber er hat ihn. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Chance jetzt zur Flanke. Die Chance hier. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Das wird Ecke geben. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ecke kommt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Drüber. Kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Der Schuss. Und da ist das Tor. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen's. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Wieder ein Treffer, 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt haben sie den Ball. Ja, das könnte was werden jetzt. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Der Versuch war harmlos. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Da verlieren sie den Ball. Der Ball ist weg. Guter Vorstoß jetzt. Die Chance. Und irgendwie hält er ihn. Den Ball kann er klären. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling.
Young. Schönes Dribbling hier. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Sie nehmen den Wechsel vor. Ja, jede Menge Druck jetzt. Riesenchance. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Wir sehen das frühe Pressing. Vorne jetzt die Balleroberung. Sie verlieren den Ball. Und damit sind sie am Ball. Einwurf für Gladbach. Eva Nilsson. Gute Aktion. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Gute Möglichkeit. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Da machen sie viel Druck. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Er versucht's. Szene geht weiter nach diesem Block. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Klasse Aktion. Ja, er verhindert das Tor mit einer Riesenparade. Also die Szene werden wir noch häufiger sehen. Fängt diesen Ball ab. Ja, da ist Platz jetzt. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Da zieht er ab. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Den hat er und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Aber davor die Parade, die war natürlich sensationell. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Das macht er gut. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Klasse Chance jetzt. Und er trifft. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Absolut dominant, wie sie hier auftreten, die logische Folge, das 6:0. Nicht gut gemacht, da im Zweikampf. Gefährliche Szene. Stark, das war's mit der Chance. Gut verteidigt.
Die Vorwärtsbewegung jetzt. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Da setzt er zum Sprint an. Kommt er durch? Die Chance jetzt. Den hält er. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Und jetzt gibt es Einwurf nach diesem Kopfball. Sie wechseln aus. Ja, da müssen Sie aufpassen. Vorne jetzt die Balleroberung. Schussversuch. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Und gleich der nächste Eckstoß hinterher. Ball ist erstmal wieder raus. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg, könnte den Konter geben. Sie gehen dazwischen. Evan Nilsson. Es gibt Freistoß gegen Gladbach. Schlusspfiff, das war's für heute. Die Gastgeber haben dieses Hinspiel also gewonnen. Ziemlich gute Voraussetzungen also fürs Rückspiel. Was für ein Auftritt heute, Wolf. Jetzt heißt es nur ruhig bleiben, nicht abheben. Es kann immer noch schief gehen. Aber mit der heutigen Leistung, da ist das Weiterkommen natürlich in Reichweite. Nur nicht die Konzentration verlieren. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Danke, dass Sie bei uns waren.